Kerngegenstand des Telemedienrechts ist die Frage der Verantwortung der Diensteanbieter der Informationsgesellschaft für Inhalte dritter Parteien. Und mit diesem Thema befasst sich nun sowohl dieses Video als auch das nächste Video. Dieses Video ist in drei Teile untergliedert. Als erstes erläutere ich die Grundsätze der zivilrechtlichen Haftung im deutschen Recht und die Frage, wie die Paragraphen 7 fortfolgende TMG diese Grundsätze modifizieren. Als zweites wenden wir uns einem Praxisbeispiel zu, nämlich der Frage, unter welchen Umständen Sperranordnungen gegen Zugangsvermittler, das heißt gegen Access Provider, erlassen werden können. Im dritten Teil befassen wir uns mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen auf Social Media und der Frage, inwiefern die Social Media Betreiber hierfür zur Verantwortung gezogen werden können. Kein Gegenstand dieses Videos ist die Haftung von Online-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, denn das ist zwar momentan noch Gegenstand der E-Commerce-Richtlinie, wird aber künftig durch Artikel 17 der berühmt-berüchtigten Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt geregelt. Und diese Norm wiederum ist Gegenstand des nächsten Videos. Zunächst einmal zu den Grundsätzen der sogenannten Passivlegitimation im deutschen Zivilrecht. Das heißt, die Frage, wer denn in Anspruch genommen werden kann, wenn eine rechtswidrige Handlung erfolgt. Nun, zunächst einmal haftet jede Person natürlich für eigene Handlungen, inklusive für Verletzungen von Verkehrssicherungspflichten aufgrund der Eröffnung einer Gefahr. Über diese Verkehrssicherungspflichten hatten wir ja bereits im Kontext des Produkthaftungsrechts gesprochen. Mittäter und Gehilfen haften ebenfalls. Von Mittätern sprechen wir, wenn mehrere Personen gemeinschaftlich eine rechtswidrige Handlung begehen, und zwar auf Basis eines gemeinsamen Tatplans. Von einem Anstifter sprechen wir, wenn eine Person einen anderen vorsätzlich zu deren vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt, also animiert hat. Und ein Gehilfe ist, wer einem anderen vorsätzlich bei dessen vorsätzlich begangener Haupttat hilft bzw. dabei Beihilfe leistet. Diensteanbieter der Informationsgesellschaft fallen im Regelfall unter keine dieser Kategorien. Denn zumeist ist es so, dass die rechtswidrige Handlung nicht vom Diensteanbieter selbst, sondern von einem ihrer Nutzer begangen wird. Das heißt, der Diensteanbieter ist nicht selbst unmittelbarer Täter und gleichzeitig fällt er aber auch nicht unter die Kategorie der Mittäter oder Teilnahme, also Anstifter oder Gehilfen. Denn zumeist fehlt es insoweit am Vorsatz. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt natürlich beispielsweise bestimmte Sharehoster oder File-Sharing-Dienste, bei denen die rechtswidrigen Handlungen der Nutzer quasi zum Geschäftskonzept gehören. Die Ausgangssituation ist also die folgende. Wir haben einen Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, der erstens kein unmittelbarer Täter ist und zweitens ein legales Geschäftsmodell betreibt. Allerdings begründet dieses Geschäftsmodell die Gefahr, dass Dritte, nämlich die Nutzer, es zur Begehung rechtswidriger Taten nutzen könnten. Nutzt jetzt also ein unmittelbarer Täter die Leistungen des Diensteanbieters, dann besteht aber oftmals ein Problem, dieser Person habhaft zu werden. Denn im Internet agieren viele Akteure anonym und sind schwer zu identifizieren. Gegebenenfalls haben sie auch ihren Sitz im Ausland. Deshalb besteht ein besonderes Interesse, den Diensteanbieter auf irgendeine Art und Weise in die Pflicht zu nehmen. Wir sprechen insoweit von der sogenannten Intermediärshaftung. Der Gedanke, der hinter der Inanspruchnahme des Intermediärs steht, ist folgender. Der Intermediär, in unserem Fall ein Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, ist in einer besonders guten Position zur effizienten Unterbindung von rechtswidrigen Taten. Das heißt, seine Dienste werden genutzt und wenn er seine Dienste auf irgendeine Art und Weise versagt, dann kann die rechtswidrige Handlung nicht stattfinden. Die deutsche Rechtsprechung hat deshalb die sogenannte Störerhaftung entwickelt, und zwar auf Basis einer entsprechenden Anwendung des Paragraphen 1004 BGB. Danach kann ein Anspruch auf Unterlassung entstehen gegen einen Intermediär,
sofern dieser einen kausalen Beitrag zur Verletzung absoluter Rechtsgüter gesetzt hat. In anderen Rechtsgebieten findet man die Störerhaftung teilweise unter einem anderen Namen, so beispielsweise im UWG, also im Lauterkeitsrecht, wird sie bezeichnet als die Täterschaft in Form der Verletzung von Verkehrspflichten. In der Sache sind aber die Voraussetzungen und auch die Rechtsfolgen einigermaßen ähnlich. Aber was sagt denn jetzt eigentlich § 1004 BGB? In Absatz 1 heißt es, wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. Sie sehen also, hier ist keine Voraussetzung, dass es eines Vorsatzes oder einer Fahrlässigkeit auf Seiten des Störers bedarf, sondern entscheidend ist einfach nur, dass das Eigentum beeinträchtigt wird. Und diese Regelung wendet die Rechtsprechung nun also entsprechend an auf andere absolute Rechte, beispielsweise auf Immaterialgüterrechte wie Markenrechte oder das Urheberrecht. Übertragen auf Diensteanbieter der Informationsgesellschaft bedeutet das, wenn diese Störer sind, so können sie zur Unterlassung künftiger Rechtsverletzungen in Anspruch genommen werden und damit zur Unterbindung von Rechtsverletzungen ihrer Nutzer. Für die entsprechende Anwendung des § 1004 auf andere absolute Rechtsgüter hat der BGH eine schöne Formel gefunden, die sich in allen möglichen BGH-Entscheidungen immer wieder wiederholt. Dort heißt es, als Störer kann bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer, ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt. Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfungs- oder Überwachungspflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch genommenen nach den Umständen eine Verhinderung der Verletzungshandlung zuzumuten ist. Wir brechen das Ganze einmal ein bisschen runter. Erstens. Die Störerhaftung findet dann Anwendung, wenn die in Anspruch genommene Person weder Täter noch Teilnehmer der Rechtsverletzung ist. Vielmehr bedarf es der Rechtsverletzung durch einen Dritten. Allerdings, dritte Voraussetzung, der Störer hat einen kausalen Beitrag zur Verletzung gesetzt. Das ist insbesondere insoweit der Fall, als der Störer eine Dienstleistung erbringt, die eben durch den unmittelbaren Täter genutzt wird. Und weiterhin ist erforderlich, dass dem Störer eine Möglichkeit zur Unterbindung der Rechtsverletzung zukommt. Das ist natürlich bei Diensteanbietern der Informationsgesellschaft regelmäßig der Fall. Ihr Dienst, beispielsweise Ihre Plattform, wird für Rechtsverletzungen genutzt. Und wenn der betroffene Nutzer etwa ausgeschlossen wird oder der Inhalt gelöscht wird, dann wird die Rechtsverletzung unterbunden. Allerdings, so sagt der BGH, darf die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden. Und das bedeutet, dass eine Störerhaftung nur dann eintritt, wenn der Störer zumutbare Prüfungspflichten verletzt hat. Das heißt also einerseits Prüfungspflichten, andererseits Überwachungspflichten oder schließlich eine Eingreifpflicht verletzt hat. Bei der Frage, welche Prüfungspflichten können denn jetzt zugemutet werden, gibt es verschiedene Kriterien. Einerseits auf Seiten des in Anspruch genommenen, nämlich was wären denn die Kosten, wie effektiv sind mögliche Gegenmaßnahmen, wie wichtig ist die Tätigkeit, die der in Anspruch genommene für die gesellschaftliche Teilhabe erbringt. Und andererseits natürlich die Frage, welche Interessen sind denn durch diese Rechtsverletzungen beeinträchtigt und welches Gewicht kommt diesen zu? Und schließlich tritt eine Störerhaftung gerichtet auf Unterlassen dann ein, wenn Wiederholungsgefahr vorliegt. Das heißt also, wenn die Gefahr besteht, dass die Rechtsverletzung künftig andauert oder wiederholt wird.
Liegen die Voraussetzungen der Störerhaftung vor, so besteht einerseits ein Anspruch auf Beseitigung der gegenwärtigen Rechtsverletzung, also etwa ein Anspruch auf Löschung eines beleidigenden Inhaltes oder einer Markenverletzung. Andererseits besteht aber auch ein Unterlassungsanspruch. Und dieser Unterlassungsanspruch ist darauf gerichtet, identische oder sogenannte kerngleiche Rechtsverletzungen in der Zukunft zu unterbinden. Dazu kommen wir später noch näher. So viel also das Grundgerüst zur zivilrechtlichen Haftung der Diensteanbieter im deutschen Recht. Was ist jetzt die Funktion der Paragraphen 7 fortfolgende Telemediengesetz? Nun, die Paragraphen 7 fortfolgende enthalten in Umsetzung der Artikel 12 fortfolgende E-Commerce-Richtlinie Haftungsprivilegien. Und diese Haftungsprivilegien dienen dem Zweck, unionsweit einen bestimmten Schutz für Diensteanbieter der Informationsgesellschaft vorzusehen. Hier kommt jetzt noch einmal der Aspekt hinein, dass das Technikrecht eine Querschnittsmaterie ist. Diese Haftungsprivilegien gelten nämlich unabhängig davon, ob es sich um die zivilrechtliche, die öffentlich-rechtliche oder die strafrechtliche Haftung handelt. Durch die Regelungen sollte ein angemessenes Gleichgewicht geschaffen werden in Bezug auf die oftmals divergierenden Interessen der am Kommunikationsprozess im Internet beteiligten Personen. Nämlich einerseits die wirtschaftlichen Interessen der Intermediäre, andererseits die Interessen der Rechteinhaber von Immaterialgüterrechten, dann natürlich dem Interesse an der freien Meinungsäußerung und der Fortentwicklung des kulturellen Schaffens. Insoweit spielte auch die Angst mit hinein vor sogenannten Chilling-Effekten, das heißt also Abschreckeffekten durch die Unterdrückung bestimmter Meinungen. Wichtig ist allerdings, dass die Verantwortlichkeit der Diensteanbieter laut Erwägungsgrund 42 der E-Commerce-Richtlinie nur für Fälle beschränkt werden sollte, in denen ihre Tätigkeiten rein technischer, automatischer und passiver Art sind. Und das kann man auch ablesen an den Arten von ISPs, die angesprochen sind in der E-Commerce-Richtlinie bzw. jetzt auch im Telemediengesetz. Die Paragraphen 8 bis 10 Telemediengesetz enthalten nämlich Sonderregelungen für die Verantwortlichkeit erstens bei der Durchleitung von Informationen, also beim Access Providing, bei der Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung von Informationen, dem sogenannten Caching, sowie bei der Speicherung von Informationen, Paragraph 10 Telemediengesetz, dem sogenannten Hosting. Nach dem eindeutigen Willen des europäischen wie des deutschen Gesetzgebers können diese Normen aber eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit des Diensteanbieters nicht begründen. Sie dienen vielmehr dem Schutz des Diensteanbieters. Das heißt, selbst wenn nach allgemeinen Vorschriften eine Haftung bestünde, bewirken die Paragraphen 7 fortfolgende TMG, dass der betreffende Diensteanbieter nicht in Anspruch genommen werden kann. Man spricht hier oftmals von einer sogenannten Filterfunktion. Also so wie der Filter den Kaffee vor dem Satz schützt, schützt dieser Filter nun eben die Diensteanbieter vor der Haftung. Dabei beruhen diese Haftungsprivilegien auf der klassischen Dreiteilung zwischen den Diensteanbietern. Einerseits dem Content Provider, also dem Anbieter von eigenen Inhalten im Internet. Dieser haftet nach den allgemeinen Gesetzen, § 7 Absatz 1 Telemediengesetz. Andererseits die Host Provider, das heißt die Anbieter von Speicherdiensten für Dritte. Diese haften grundsätzlich erst ab Kenntnis, § 10 Telemediengesetz. Und schließlich die Access Provider, die den Zugang zum Internet vermitteln. Diese haften grundsätzlich nicht, aber es besteht die Möglichkeit einer gerichtlichen Sperranordnung. Das ergibt sich aus dem Paragraphen 8 in Verbindung mit 7 Absatz 4 Telemediengesetz. Bevor wir uns die Haftung für Access Provider und Host Service Provider näher ansehen, kommen wir zunächst einmal zu den Grundsätzen in Paragraph 7. Absatz 1 hält eigentlich eine Selbstverständlichkeit fest. Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Dann kommt es aber zu den Access- und Host-Providern. Und hier hält § 7 Absatz 2 einen weiteren sehr wichtigen Grundsatz fest. Diensteanbieter sind nämlich nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Es gibt also keine allgemeine Überwachungspflicht und damit vor allem auch keine allgemeine Filterpflicht. So, jetzt sehen wir uns die Sonderregelung für Access Provider an. § 8 Absatz 1 Telemediengesetz sagt, dass den Access Provider für die Durchleitung fremder Inhalte keine Haftung trifft. Und zwar unter folgenden Voraussetzungen. Erstens, er hat die Übermittlung nicht veranlasst. Zweitens, er hat den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt. Und drittens, auch die übermittelten Informationen wurden nicht ausgewählt oder verändert. Die Folge dieser Haftungsprivilegierung ergibt sich aus § 8 Absatz 1 Satz 2. Dort heißt es, sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, können sie insbesondere nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen werden. Und ganz wichtig, das gilt auch für alle Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche. Solche Gerichtskosten und Verteidigungskosten können nämlich zu einer erklecklichen Summe zusammenlaufen. Eine Ausnahme enthält allerdings § 8 Absatz 1 Satz 3. Diese betrifft das absichtliche Zusammenwirken mit rechtswidrigem Ziel. Sehr lange war umstritten, was ist denn jetzt eigentlich mit WLAN-Betreibern? Dazu gilt jetzt § 8 Absatz 3. Auch WLAN-Betreiber profitieren von der Haftungsprivilegierung. Außerdem dürfen sie nicht dazu verpflichtet werden, von ihren Nutzern entweder eine Registrierung oder eine Passworteingabe zu verlangen. Das ergibt sich aus § 8 Absatz 4. Sowohl gegen klassische Access Provider als auch gegenüber WLAN-Betreibern bleiben allerdings sogenannte Sperranordnungen möglich, nach § 7 Absatz 4. Sofern eine Verletzung des geistigen Eigentums vorliegt, also beispielsweise eine Marken-, Patent- oder Urheberrechtsverletzung, kommt in Betracht, dass der Zugang zu bestimmten Domains oder Webseiten gesperrt wird. Dazu nachher gleich mehr. Kommen wir zunächst zur Haftungsprivilegierung für Host Service Provider. Für diese ist die Regelung des § 10 Telemediengesetz einschlägig. Danach haften sie nicht, wenn sie erstens keine Kenntnis der rechtswidrigen Inhalte haben und zweitens nach Erlangung der Kenntnis, also insbesondere nach einem Hinweis des Betroffenen, unverzüglich tätig werden, um die betreffenden Inhalte zu löschen oder zu sperren. Allerdings regelt § 7 Absatz 3, dass Verpflichtungen zur Löschung oder zur Sperrung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen unberührt bleiben. Also diese bleiben auch weiterhin möglich. Hinzu tritt, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs § 10 keine Anwendung finden soll im Falle einer sogenannten aktiven Rolle des Host Providers. Leider ist die Abgrenzung zwischen einer passiven Rolle und einer aktiven Rolle des Host Providers ziemlich schwammig. Insoweit gilt eigentlich nur die Klarheit, dass jedenfalls die Werbung für die Inhalte des Nutzers einer aktiven Rolle gleichkommt und deshalb die Haftungsprivilegierung des Host Providers ausschließt. Um zu verstehen, weshalb der Europäische Gerichtshof Host Provider, die eine sogenannte aktive Rolle einnehmen, von den Haftungsprivilegierungen ausschließt, muss man sich vergegenwärtigen, zu welchem Zeitpunkt die E-Commerce-Richtlinie erlassen wurde. Damals, nämlich im Jahr 2000, verstand man unter Host-Providern vor allem Unternehmen, die fremde Webseiten gehostet haben, also gespeichert haben. Heute gibt es natürlich ganz andere Formen des Zusammenwirkens. Denken Sie nur an die sozialen Medien wie Facebook,
Sharehoster wie Dropbox, Internetmarktplätze wie eBay oder Videoplattformen wie YouTube. Diese Unternehmen haben erstens teilweise erhebliche Marktmacht, das heißt, es bedarf gegebenenfalls keiner Privilegierung zwecks Innovation mehr. Zweitens existiert die sogenannte Value Gap. Aufgrund der Alles-kostenlos-Mentalität im Netz werden viele Dienste durch Werbung finanziert. Diese Werbeeinnahmen erzielen dann aber insbesondere die Aggregatoren bzw. Plattformen wie etwa Facebook und YouTube, aber nicht die Urheber selbst. Und drittens gibt es natürlich zahlreiche Konstellationen, in denen diese Diensteanbieter die Handlungen ihrer Nutzer bewerben, damit sie dann eben selbst mehr Umsatz generieren. Das ist also der Hintergrund für die vom EuGH vorgenommene Differenzierung zwischen aktiver und passiver Rolle. Wann aber nun eine solche aktive Rolle besteht, die eine Haftungsprivilegierung nach § 10 ausschließt, das ist eben wie gesagt unklar. Der EuGH hat eine Entscheidung in Sachen eBay getroffen, in der er die Auffassung bekundet hat, dass die Bewerbung bestimmter Angebote von Nutzern auf jeden Fall eine aktive Rolle darstellt. Keine aktive, sondern eine passive Rolle soll wohl sein, die umfangreiche Hilfestellung Verkäufer und Verkäufer. Das kann man aber natürlich mit gutem Grund anders sehen, denn auch durch die Hilfestellung Verkäufer und Verkäufer besteht natürlich eine gewisse Aktivität. Insoweit also, hier herrscht relativ viel Rechtsunsicherheit, was denn bereits Aktivität oder noch Passivität der Diensteanbieter ist. Wie sich diese Regelungen nun in der Praxis auswirken, betrachten wir anhand von zwei Beispielen. Zunächst einmal dem Beispiel der Sperranordnung gegenüber Access Providern. Ich hatte Ihnen bereits vorhin erläutert, dass die reine Durchleitung von Informationen nach § 8 Telemediengesetz nicht zu einer Haftung des Access Providers führen darf. Jedenfalls im Grundsatz, also wenn dieser nicht auf irgendeine Art und Weise rechtswidrig zusammenwirkt mit seinen Nutzern. Allerdings, § 7 Absatz 4 Telemediengesetz enthält die Möglichkeit einer sogenannten Sperranordnung. Schauen wir uns das einmal näher an. Dort heißt es, wurde ein Telemediendienst von einem Nutzer in Anspruch genommen, um das Recht am geistigen Eigentum eines anderen zu verletzen, und besteht für den Inhaber dieses Rechts keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines Rechts abzuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts von den betroffenen Diensteanbietern nach § 8 Absatz 3 die Sperrung der Nutzung von Informationen verlangen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern. Diese Sperrung muss zumutbar und verhältnismäßig sein. Das Ziel dieser Regelung ist also die Vermeidung der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Es geht insbesondere um die Sperrung des Zugangs zu Diensten, die Urheberrechtsverletzungen ermöglichen, also beispielsweise zum Download anbieten urheberrechtlich geschützte Werke oder um File-Sharing-Dienste. Denkbar ist aber natürlich auch die Sperrung von Webseiten, die beispielsweise Plagiate verkaufen. Hier habe ich so ein Beispiel, auf dem Montblanc-Plagiate veräußert werden. Praktisch noch nicht so relevant, aber zumindest theoretisch denkbar wäre auch die Sperre von Webseiten, die Patentrechtsverletzungen ermöglichen, wie etwa im Falle von 3D-Printing-Plattformen. Der Gedanke, der hinter den Sperranordnungen steht, ist der folgende. Das Vorgehen der Rechteinhaber gegen den unmittelbaren Rechtsverletzer, das heißt Betreiber gegen den Betreiber des rechtsverletzenden Dienstes, ein solches Vorgehen kann relativ schwierig sein. Erstens mal operieren die oftmals anonym. Das heißt also, nicht nur begehen sie beispielsweise Urheberrechtsverletzungen, sondern sie kommen auch ihrer Kennzeichnungspflicht nach § 5 Telemediengesetz nicht nach. Und zweitens operieren diese oftmals auch von Staaten aus, die sich bei der Durchsetzung von Immaterialgüterrechten keine Lorbeeren verdienen. Deshalb entsteht die Idee, wäre es denn nicht clever, wenn die Interessenten an solchen rechtsverletzenden Diensten keinen Zugang zu der betreffenden Webseite hätten?
Und somit treten die Rechteinhaber eben heran an die Zugangsvermittler und bitten sie, mach doch hier mal zu. Das heißt also, der Access Provider leitet die Anfrage seiner Nutzer überhaupt nicht weiter an den rechtsverletzenden Dienst. Mit dieser Regelung in § 7 Absatz 4 Telemediengesetz sind allerdings verschiedene Probleme verbunden. Zum einen verweist § 7 Absatz 4 auf § 8 Absatz 3 Telemediengesetz. Dort sind allerdings nur die drahtlosen Zugangsanbieter angesprochen, das heißt also Betreiber von WLAN-Netzwerken. Nach der Rechtsprechung des BGH hindert das allerdings die Anwendung des § 7 Absatz 4 auf klassische Access Provider nicht. Der BGH geht meines Erachtens zu Recht von einer analogen Anwendung des § 7 Absatz 4 auf klassische, also drahtgebundene Zugangsvermittler aus. Weitaus schwieriger ist die Frage, welche Art von Zugangssperre, das heißt welche technische Umsetzung vom Access Provider erwartet werden kann. Es gibt hier nämlich verschiedenste Methoden. Die sind alle erstens unterschiedlich effektiv, haben zweitens unterschiedliche Nebeneffekte und drittens unterschiedlich kostenintensiv. Die erste Möglichkeit ist eine sogenannte DNS-Sperre. Im Falle einer DNS-Sperre wird die Umwandlung der Domain, das heißt der für Menschen verständlichen Adresse, in eine IP-Adresse, die aus Zahlen besteht, verhindert. Damit sehen wir aber schon das erste Problem der Umgehungsmöglichkeit. Wenn man nämlich die IP-Adresse kennt, kann man auch einfach direkt die numerische IP-Adresse des betreffenden Dienstes angeben. Zweite Umgehungsmöglichkeit besteht auf Seiten des Webseitenbetreibers. Dieser kann nämlich einfach den Domainnamen ändern. So etwa geschehen bei kino.to, das dann auf einmal zu kinox.to wurde. Ein weiteres Problem, das mit DNS-Sperren verbunden ist, ist das sogenannte Overblocking. Im Falle einer DNS-Sperre wird nämlich die gesamte Domain geblockt. Nicht nur die konkrete Seite, also die URL, auf der sich die Rechtsverletzung befindet. Am Beispiel dieser 3D-Plattform, es würde also die gesamte Plattform gesperrt, nicht nur die Seite, auf der sich hier das gegebenenfalls patentverletzende Erzeugnis befindet. Und damit würden auch rechtmäßige Inhalte gegebenenfalls gesperrt, wie beispielsweise dieser schicke Lego zu Brio-Adapter. Die nächste Möglichkeit, eine Sperranordnung zu realisieren, ist die Sperre der IP-Adresse. Hier stellt sich das Problem des Overblocking allerdings in besonderem Maße. Denn oftmals liegt ein sogenanntes Virtual Hosting vor, das heißt, einer IP-Adresse sind mehrere Domainnamen zugeordnet. Und oftmals ist es so, dass diese Inhaber der betreffenden Domain keinerlei Verbindung untereinander haben oder sich auch nur dessen bewusst sind. Das heißt also, hier werden gegebenenfalls vollkommen Fremde mit betroffen. Und auch hier gibt es nutzerseitige Umgehungsmöglichkeiten, zum Beispiel indem man einen anderen Access Provider wählt oder, das ist natürlich viel praktikabler, eine Proxy nutzt, also beispielsweise sich über die Uni Bayreuth Proxy einwählt. Besonders zielgerichtet, aber leider auch besonders kostenträchtig, ist die sogenannte URL-Sperre. Eine solche URL-Sperre funktioniert wie folgt. Stellt der Nutzer eine Anfrage an den Access Provider, das heißt, gibt er eine bestimmte Domain bzw. IP-Adresse an, dann wird auf Seiten des Access Providers zunächst einmal festgestellt, das ist eine verdächtige IP. Dann wird der Verkehr umgeleitet an einen extra Server und dieser Server identifiziert jetzt, ob sich die Anfrage auf eine gelistete URL richtet. Ist das der Fall, dann wird der Zugang des Nutzers zu dieser URL blockiert. Ist das nicht der Fall, dann ist freie Fahrt und der Nutzer kann diese betreffende URL aufrufen. Sie sehen also, die URL-Sperre ist einerseits besonders zielgenau, andererseits bedarf es aber Proxy-Server, die die URL ausfiltern. Und vor diesem Hintergrund ist sie natürlich besonders kostenträchtig.
Umgehungsmöglichkeiten bestehen wie stets auch hier, nämlich etwa durch Wahl eines anderen Access Providers und auf Seiten des Anbieters durch Einsatz einer anderen URL bzw. einer anderen Domain. Die Frage aller Fragen ist also, welche dieser Optionen soll denn eigentlich gewählt werden? Sie sind ja alle unterschiedlich effektiv und auch unterschiedlich kostenträchtig. Klar ist nur eins, eine sogenannte Great Firewall, also ein allgemeiner Filter, ist nach § 7 Absatz 2 Telemediengesetz unzulässig. Im Übrigen formuliert § 7 Absatz 4 Satz 2 Telemediengesetz nur, die Sperre muss zumutbar und verhältnismäßig sein. Das lässt natürlich sehr viel Raum für Interpretation. Die erste Frage, die sich stellt, ist, warum soll eigentlich der Access Provider die Kosten der Sperre tragen? Denn dieser betreibt doch ein legales Geschäftsmodell. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, der Access Provider schlägt die Kosten auf seine Kunden um, aber es gibt eben auch sehr viele rechtstreue Kunden. Wenn ich jetzt bereits für Musik beispielsweise oder für Filme zahle, weshalb soll ich dann auch noch die zusätzlichen Kosten für Sperren tragen, weil andere Nutzer vielleicht auf rechtswidrigem Wege versuchen, an Inhalte zu kommen? Nächste Frage, ist es denn eigentlich zumutbar, wenn ein Access Provider zur Sperre verpflichtet wird, sein Konkurrenzunternehmen allerdings nicht? Beziehungsweise ist es zumutbar, wenn gewerbliche Zugangsvermittler zur Sperre verpflichtet werden, aber Anbieter wie Universitäten etwa nicht? Und schließlich stellt sich die Frage, welche Maßnahmen der Rechteinhaber eigentlich ergreifen muss, um gegen den unmittelbaren Verletzer vorzugehen. Nach § 7 Absatz 4 Satz 1 heißt es nämlich, dass diese Sperranordnung nur getroffen werden kann, wenn für den Inhaber des Rechts keine andere Möglichkeit besteht, der Verletzung seines Rechts abzuhelfen. Der BGH hat hier relativ hohe Hürden für die Rechteinhaber aufgebaut. Ein Rechteinhaber müsse zunächst alles versuchen, die Identität des tatsächlichen Verletzers herauszufinden, bevor eine Sperranordnung in Betracht kommt. Dazu zählt beispielsweise auch die Einschaltung der Staatsanwaltschaft, der Versuch des rechtlichen Vorgehens im Ausland bzw. gegebenenfalls auch die Einschaltung von Privatdetekteien. Die rechtspolitische Bewertung von § 7 Absatz 4 fällt damit ein bisschen zwiespältig aus. Zunächst einmal handelt es sich bei dem Verweis auf § 8 Absatz 3, das heißt auf die WLAN-Betreiber, um einen Fehler. Sperrverfügungen sind auch bei drahtgebundener Vermittlung des Internetzugangs möglich. Dies hat der BGH allerdings zwischenzeitlich klargestellt und behebt dieses Problem durch eine analoge Anwendung des § 7 Absatz 4. Mit Blick auf die weitere Kritik muss man sagen, dass dem deutschen Gesetzgeber insoweit ein bisschen die Hände gebunden waren. Denn insoweit gibt es zwingende Vorgaben des Unionsrechts bzw. des Europäischen Gerichtshofs in seiner Auslegung des Unionsrechts. Okay, kommen wir zu den Kritikpunkten. Nun zunächst einmal ist die Effektivität von Sperranordnungen unklar. Es gibt durchaus empirische Studien, die nahelegen, dass durch eine solche Sperranordnung die rechtswidrige Aktivität einfach nur verlagert wird, aber es keine effektiven Bekämpfung durch Sperranordnungen gibt. Je nach Art der Sperranordnung sind verschiedene Risiken mit diesen Maßnahmen verbunden. Einerseits das Risiko des Overblocking, andererseits das Risiko der Verlangsamung des Internetverkehrs und schließlich gegebenenfalls auch das Risiko der Reterritorialisierung des Internets, weil solche Sperranordnungen stets im nationalen Kontext erfolgen. Außerdem fehlt es an Rechtssicherheit für die Provider. Nach § 7 Absatz 4 Satz 3 besteht zwar kein Anspruch gegen den Diensteanbieter auf Erstattung der vor- und außergerichtlichen Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung eines Sperranspruchs, aber dies betrifft eben nur die vor- und außergerichtlichen Kosten. Die gerichtlichen Kosten sind hier nicht ausgenommen. Und schließlich kann man sich fragen, ob der Schutz von Rechten des geistigen Eigentums denn tatsächlich so viel wichtiger ist als der Schutz anderer Rechte.
Denn § 7 Absatz 4 sieht Sperranordnungen ja nur vor im Falle von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums. Es gibt aber natürlich noch viel mehr Rechtsverletzungen, bei denen eine solche Sperranordnung durchaus auch Sinn machen würde. Ich sage nur Revenge-Porn oder betrügerische Seiten. Insofern fällt also die rechtspolitische Bewertung des § 7 Absatz 4 einigermaßen zwiespältig aus. Andererseits muss man natürlich zugestehen, dass die Gefahr von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums im Internet besonders hoch ist. Die Rechteinhaber kompensieren das allerdings mit einer besonders effektiven Lobby, die dazu führt, dass zugunsten von Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums einige Sonderregelungen existieren. Das sieht man einerseits hier an § 7 Absatz 4 Telemediengesetz und andererseits wird uns dies im nächsten Video noch begegnen, nämlich mit Blick auf die neue DSM-Richtlinie. So, damit kommen wir zum dritten Teil dieses Videos, nämlich der Frage, inwiefern können denn Social-Media-Betreiber zur Verantwortung gezogen werden für Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die von ihren Nutzern begangen werden? Diese Frage war jüngst Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens des österreichischen Obersten Gerichtshofs an den Europäischen Gerichtshof. In dem Rechtsstreit ging es um Folgendes. Die ehemalige Vorsitzende der österreichischen Grünen, Eva Glawischnik-Piszczek, war in einem Facebook-Kommentar beleidigt worden. Und zwar stand dieser Kommentar im Kontext mit der Politik der österreichischen Grünen im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Glawischnik-Piszczek wurde in Facebook-Kommentaren unter anderem als miese Volksverräterin bezeichnet. Das wollte sie nicht hinnehmen und ging gerichtlich vor. Allerdings nicht gegen die Urheber der einzelnen Beiträge, sondern gegenüber Facebook. Dabei begehrte sie, dass Facebook untersagt wird, Bilder von ihr zu zeigen oder zu verbreiten, wenn diese im Begleittext die wörtlichen und/oder sinngleichen Behauptungen wie in dem betreffenden Kommentar enthielten. Der Rechtsstreit befasste sich also nicht mit der Löschung eines konkreten Kommentars, sondern er war in die Zukunft gerichtet und betraf zukünftige Verhaltensweisen sowohl des Nutzers, der den Kommentar abgegeben hatte, als auch jedweder anderer Facebook-Nutzer. Facebook sollte verpflichtet werden, stets quasi proaktiv solche Beiträge zu löschen bzw. zu sperren. Der Sachverhalt unterlag österreichischem Recht. Nichtsdestotrotz können wir hier die Parallelwertung nach deutschem Recht vornehmen. Wenn wir uns jetzt also fragen, ob Facebook hier als Störer in die Verantwortung genommen werden kann, so stellen wir zunächst mal fest, selbst hat Facebook bzw. dessen Organe und Mitarbeiter nicht agiert. Vielmehr handelt es sich um die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die durch einen Dritten, nämlich durch einen Facebook-User, vorgenommen wurde. Allerdings leistete Facebook einen kausalen Beitrag zu dieser Verletzung, nämlich indem sie die Plattform bereitstellen, auf der dieser Nutzerkommentar überhaupt nur abgegeben werden konnte. Dementsprechend hatte Facebook natürlich auch die Möglichkeit zur Unterbindung der Rechtsverletzung. Weiterhin ist freilich erforderlich, dass auf Seiten von Facebook zumutbare Prüfungspflichten verletzt wurden. Die deutsche Rechtsprechung macht das jetzt mittlerweile so, dass bei Dienstanbietern der Informationsgesellschaft zur Bestimmung dieser zumutbaren Prüfungspflichten die Wertungen der § 7 bis 10 Telemediengesetz herangezogen werden. Deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf die Haftungsprivilegien in den § 7 fortfolgende Telemediengesetz. Facebook speichert fremde Inhalte, nämlich die Inhalte ihrer Nutzer. Und deshalb ist relevant hier die Regelung des § 10 Telemediengesetz. Wenn Sie die Regelung des § 10 einmal näher heranziehen, so heißt es dort, Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern sie erstens keine Kenntnis von dieser rechtswidrigen Handlung bzw. Information haben und sie zweitens unverzüglich tätig geworden sind, um die Informationen zu entfernen bzw. den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie Kenntnis erlangt haben.
Damit kommt ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Facebook nicht in Betracht, sofern das Unternehmen unverzüglich tätig geworden ist, nachdem es Kenntnis von dem rechtswidrigen Inhalt erlangt hat. Aber da gibt es ja noch die Regelung des § 7 Absatz 3. Und nach § 7 Absatz 3 TMG sind Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von Informationen aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen weiterhin zulässig, bleiben also möglich. Das wiederum bedeutet, dass eine Anordnung zur Beseitigung oder zur Unterlassung von Gerichten durchaus in spezifischen Fällen erlassen werden kann. Wird demgemäß ein Anspruch aus Störerhaftung bejaht, so kann sich dieser einerseits auf Beseitigung der konkret existierenden Rechtsverletzung richten, das heißt also in unserem Fall auf Löschung oder Sperre des beleidigenden Kommentars. Andererseits ist im Falle der Wiederholungsgefahr auch ein Unterlassungsanspruch gegeben mit Blick auf die Zukunft. Das Unterlassungsgebot für die Zukunft betrifft aber nicht nur identische Rechtsverletzungen, sondern auch sogenannte kerngleiche Rechtsverletzungen. Unter einer kerngleichen Rechtsverletzung versteht man eine Rechtsverletzung, der das Charakteristische der ursprünglichen Verletzungshandlung innewohnt, obwohl sie leichte Abweichungen aufweist. Was ist der Hintergrund, weshalb auch kerngleiche Rechtsverletzungen von dem Untersagungsverbot umfasst sind? Nun ganz einfach, wenn nur identische Rechtsverletzungen für die Zukunft verboten wären, dann könnte der Adressat dieses Verbot ja ziemlich leicht umgehen, indem er leichte Abwandlungen von der Rechtsverletzung vornimmt. Dementsprechend ging der Antrag von Eva Glawischnik in diesem konkreten Fall auch darauf, dass nicht nur identische Rechtsverletzungen durch denselben Nutzer für die Zukunft durch Facebook unterbunden werden sollten, sondern auch Rechtsverletzungen, die durch andere Nutzer begangen wurden und Rechtsverletzungen, die sinngemäß denselben Inhalt hatten wie miese Volksverräterin. Das Oberlandesgericht Wien war der Auffassung, dass ein Unterlassen sinngleicher Äußerungen von Facebook nur gefordert werden konnte, wenn Facebook stets im Einzelfall darauf hingewiesen wurde. Der österreichische Oberste Gerichtshof hat die Rechtsfrage dann dem EuGH vorgelegt, nämlich die Frage, ob es der E-Commerce-Richtlinie entsprechen würde, wenn das österreichische Recht einen solchen Unterlassungsgebot mit Blick auf kerngleiche Rechtsverletzungen vorsieht. Und der EuGH war der Auffassung, dass ein solcher Unterlassungsanspruch mit dem EU-Recht, also konkret mit den Haftungsprivilegierungen der E-Commerce-Richtlinie, in Einklang steht. Nach Auffassung des EuGH gilt hier nämlich ein relativ breiter Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten. Diese können also entscheiden, ob ein in die Zukunft gerichteter Unterlassungsanspruch gewährt wird und ob dieser auch kerngleiche Rechtsverletzungen umfasst. Nun könnte man denken, dass Rechtsklarheit besteht. Allerdings bleiben auch nach dieser EuGH-Entscheidung so einige Fragen offen. Zunächst einmal ist in der Entscheidung angesprochen, dass Facebook auch mit Blick auf die Zukunft identische Formulierungen durch andere Nutzer unterbinden muss. Ob allerdings auch sinngleiche Äußerungen anderer Nutzer zu unterbinden sind, das bleibt unklar. Das liegt ein bisschen an der Vorlagefrage des österreichischen OGH, die insoweit ein bisschen unglücklich formuliert war. Klar ist also, es besteht auf jeden Fall eine Pflicht zur Sperrung wortidentischer Äußerungen, sowohl des ursprünglichen Nutzers als auch anderer Nutzer. Und es besteht eine Pflicht zur Sperrung sinngleicher Äußerungen des ursprünglichen Nutzers. Wie es mit sinngleichen Äußerungen Dritter ist, das, wie gesagt, ist unklar. Außerdem wird durch die Entscheidung nicht ganz klar, was denn nun eigentlich als sinngleiche Information anzusehen ist. Der EuGH hält dazu zwar einige Kriterien fest, nämlich erstens müsse die verletzte Person identifizierbar sein, das heißt, der Name muss erkennbar sein. Zweitens müssten sich die Umstände, unter denen die Verletzung festgestellt wurde, entsprechen. Und schließlich bedürfte es eines Inhalts, der dem für rechtswidrig erklärten Inhalt sinngleich ist.
Nicht mehr um Sinngleichheit handele es sich, wenn die Unterschiede in der Formulierung so groß sind, dass der Hosting-Anbieter zu einer eigenständigen Beurteilung der Rechtswidrigkeit aufgerufen wäre. Also das soll vermieden werden, dass der Hosting-Anbieter jetzt eine eigenständige Prüfung durchführen muss. Allerdings stellt sich der EuGH offenbar vor, dass zur Ermittlung dieser sinngleichen Inhalte auf, wie es in der Entscheidung heißt, automatisierte Techniken und Mittel zur Nachforschung zurückgegriffen werden kann. Die Vorstellung scheint also offenbar zu sein, dass man das irgendwie mit Filtern bewerkstelligen könne, solche sinngleichen Äußerungen aufzugreifen. Mag man von Filtertechniken und künstlicher Intelligenz halten, was man möchte, aber das Aufspüren von Sinnzusammenhängen zählt nicht wirklich zur Stärke solcher Techniken. Ich habe hier jetzt nur mal das Beispiel der Verräterin herausgegriffen, um die es ja in diesem Fall ging, und habe mal bei Google einfach gesucht nach Synonymen für den Begriff Verräterin. Und Sie können sich ja selbst mal überlegen, ob Sie finden, dass die Begriffe, die ich dort gefunden habe, den Sinn des Begriffs Verräterin oder dann auch Landesverräterin ähnlich erfassen. Die Entscheidung des EuGH ist deshalb im deutschen Schrifttum auch weitgehend auf Kritik gestoßen. Sie legt den Hosting-Anbietern doch relativ weitgehende Überwachungspflichten auf, die einer allgemeinen Überwachungspflicht im Sinne von § 7 Absatz 2 TMG relativ nahe kommen. Dabei wird der Einsatz von Filtern angesprochen, ohne dass überhaupt eine Beschäftigung damit erfolgt, was solche Filter gegenwärtig leisten können und inwieweit davon Gefahren für die Meinungsfreiheit ausgehen. Allerdings verpflichtet der EuGH die Mitgliedstaaten auch nicht zur Einführung solcher Maßnahmen. Vielmehr stellt er es in das Ermessen der Gesetzgeber und der Gerichte der Mitgliedstaaten, ob sie sich stärker für die Meinungsfreiheit einsetzen wollen oder stärker für den Persönlichkeitsrechtsschutz und deshalb solche kerngleichen Unterlassungsansprüche für die Zukunft zubilligen wollen. Wie ich Ihnen bereits im ersten Video zum Telemedienrecht erläutert hatte, soll auf europäischer Ebene das Recht der Diensteanbieter der Informationsgesellschaft reformiert werden. Im Jahr 2022 ist noch anvisiert der Erlass einer Verordnung über einen sogenannten Digital Services Act, auf Deutsch Digitale Dienstegesetz. Die Haftungsprivilegien aus der E-Commerce-Richtlinie sollen dann in den Digital Services Act übernommen werden. Und zwar, wie Sie dieser Folie entnehmen können, im Wesentlichen unverändert. Es gibt ein paar Änderungen an der einen oder anderen Stelle, aber das betrifft eher Nebensächlichkeiten. Was bedeutet das für die Paragraphen 7 fortfolgende Telemediengesetz? Nun, da der Digital Services Act eine EU-Verordnung sein wird, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar Anwendung findet, kommt es dann auf die Paragraphen 7 fortfolgende TMG nicht mehr an. Die EuGH-Rechtsprechung, über die ich in diesem Video berichtet habe, wird dann zur Auslegung der Bestimmungen des Digital Services Act herangezogen werden können. Ganz kurz noch zum restlichen Inhalt des Digital Services Acts. Dieser sieht vor zusätzliche Transparenz- und Sorgfaltspflichten für alle Vermittlungsdienste der Informationsgesellschaft, also Dienste, die Inhalte Dritter vermitteln. Einerseits werden adressiert, wie gesagt, alle Vermittlungsdienste, der Großteil der Pflichten betrifft aber nur die Host-Provider und dort dann auch nur die Untergruppe der sogenannten Online-Plattformen. Das sind Host-Provider, die die gespeicherten Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich machen. Also Share-Hoster werden dabei zum Beispiel ausgenommen. Und schließlich gibt es dann noch die Gruppe der sehr großen Online-Plattformen, die über 45 Millionen Nutzer innerhalb der Europäischen Union haben. Die Pflichten aus dem Digital Services Act sind nun gestaffelt. Alle Vermittlungsdienste treffen nur relativ geringfügige Pflichten, nämlich zur Benennung eines zentralen Ansprechpartners, jährliche Berichtspflichten und die Pflicht zur Vorhaltung transparenter Nutzungsbedingungen. Host-Provider müssen ein Melde- und Abhilfeverfahren oder Notice-and-Takedown-Verfahren für rechtswidrige Inhalte bereithalten. Und der Großteil der intensivierten Sorgfaltspflichten trifft dann nur die sogenannten Online-Plattformen. Diese sind beispielsweise unter bestimmten Umständen zur Meldung rechtswidriger Inhalte an die Behörden verpflichtet
und müssen außerdem ein internes Beschwerdeverfahren vorsehen, wenn sie Inhalte sperren oder löschen, beziehungsweise auch Nutzerkonten sperren beispielsweise. Außerdem sind sie verpflichtet, in diesen Fällen den Zugang zu einer außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle zu eröffnen. Die sehr großen Online-Plattformen werden einem System der regulierten Selbstregulierung unterworfen. Sie sollen jeweils spezifisch auf ihre Plattform zugeschnitten ein Risikomanagementsystem einführen, also identifizieren, welche Risiken sich aus ihrer Plattform ergeben, beispielsweise für Desinformation, Hassrede und Ähnliches. Und dann sollen sie selbst Maßnahmen überlegen, wie diese Risiken bekämpft werden können. Kombiniert wird das mit einem System der erhöhten Kontrolle. Und zwar soll es einerseits Audits geben durch unabhängige Prüfgesellschaften. Andererseits ist es gegenwärtig so, dass die Aufsicht über diese sehr großen Online-Plattformen de facto bei den irischen Behörden liegt, weil alle sehr großen Online-Plattformen ihren Europasitz regelmäßig in Dublin haben. Die irischen Behörden scheinen allerdings nicht allzu scharf darauf zu sein, ihre behördlichen Aufsichtsbefugnisse tatsächlich auch wahrzunehmen. Ein Effekt, der sich unter anderem auch im Datenschutzrecht zeigt. Hier müssen die irischen Behörden ab und an tatsächlich zum Jagen getragen werden. Dem kommt jetzt der Digital Services Act, oder das berücksichtigt jetzt der Digital Services Act insoweit, als die Kontrollbefugnisse über die sehr großen Online-Plattformen künftig bei der Europäischen Kommission liegen sollen. Sie sehen also, obwohl der europäische Gesetzgeber die Verantwortung von Diensten der Informationsgesellschaft bereits im Jahr 2000 geregelt hat, gibt es immer noch zahlreiche Unklarheiten. Außerdem lässt sich eine gewisse Tendenz erkennen, dass die Rechtsprechung die großzügig bewilligten Haftungsprivilegien nach und nach einschränkt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sich die Geschäftsmodelle im Internet explosionsartig entwickelt haben und wir heutzutage viel kollaborativere Formen des Zusammenwirkens zwischen Diensteanbietern und Nutzern haben, als dies noch im Jahr 2000 der Fall war. In der Zwischenzeit gab es allerdings sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Unionsebene weitere Rechtsentwicklungen auf quasi einer anderen Spur als der E-Commerce-Richtlinie. Und auf diese Entwicklungen gehe ich im nächsten Video näher ein. Also, stay tuned!